Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Crop FM. Meine heutigen Gäste sind Margret Riedler und Bernhard Reicher und wir sprechen über das Kanalisieren oder auch Neudeutsch Channeling genannt. Wie immer gibt es den Cropcom, ein Live-Chat, mit dessen Hilfe sich Zuhörer dieser Sendung live im Gespräch beteiligen können. Erreichbar wie immer über die Adresse cropfm.mur.at. Wir sehen diesen Chat hier im Studio ein und freuen uns über Kommentare, Anregungen oder Fragen. Wie war denn das so, wie du draufgekommen bist, dass du ein Medium bist? Ich meine, wie passierte das? Und ich darf dich bitte ein bisschen näher ans Mikro treten. Also das war für mich schon eine Überraschung. Ich habe seit meiner frühesten Kindheit Wahrnehmungen gehabt, Kontakte gehabt zu, ja, ich nannte sie damals Engel, weil ich in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen bin. Und als ich dann merkte, dass Informationen auch als erwachsene Frau mich erreichten, so möchte ich das jetzt erstmal nennen, habe ich mich vielleicht verrückt gehalten und habe mich sehr intensiv mit dem Thema Schizophrenie auseinandergesetzt, weil mein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis mich doch vielleicht mit Sugar erklärt hat. Und es war erstmal ein Schock. Ich glaube, das Schicksal teilst du mit vielen. Das glaube ich auch. Wie ging es dann weiter? Also ich bin dann in eine Gruppe von Menschen gekommen, die sich mit dem Thema mediale Durchsagen beschäftigt hat. Und dort hat man mir dann gesagt, ich hätte wohl diese Fähigkeiten, ich wollte aber nichts damit zu tun haben. Und dann ist so etwas wie ein Schlüsselerlebnis passiert, dass ich also abends auf meinem Sofa saß und jemand meinen Namen gerufen hat. Und ich habe dann verzweifelt gesucht nach demjenigen, der mich gerufen hat, bis ich gemerkt habe, dass die Stimme von außen kam. Also von außen im Sinne von meinem Inneren. Mhm. Also nicht von einer menschlichen Person. Und das war für mich nochmal ein Grund, mich eingehend von Psychiatern, Psychologen und Neurologen untersuchen zu lassen. Und Schizophrenie nicht festgestellt wurde. Und dann habe ich mich damit abgefunden. Du hast dich damit abgefunden und im Grunde hat es ja dein weiteres Leben bestimmt. Ja, sehr stark sogar. Ich habe dann immer wieder mal so etwas wie Botschaften oder Nachrichten empfangen. Und ich hatte damals einen Freundeskreis, der für dieses Thema offen war.
Und heute ist mein Freundeskreis fast ausschließlich bestückt von solchen Menschen, weil... Du triffst dich also nur mit Verrückten. So ungefähr, ja. Ja, ganz genau. Schön. Weil die Normalen meistens nicht damit umgehen können. Aha. Ja, und so hat sich das dann herausgebildet, dass Menschen angefangen haben, Fragen zu stellen. Dass ich gebeten wurde, Fragen weiterzugeben an die andere Seite. Und ich war genauso erstaunt wie meine Freunde, was da an Antworten kam. Und wie einleuchtend, wie einfühlsam und wie erstaunlich diese Antworten waren. Mhm. Bernhard, wie war das bei dir? Du bist ja noch relativ jung, also dein Initiationserlebnis ist also noch nicht, also 2 Jahre zurück, wenn man dann nach diesem... Ja, das war die konkrete Einweihung. Ich habe allerdings seit meiner Kindheit, wie soll ich sagen, einen sehr intuitiven Zugang dazu gehabt. Über meinen Großvater vor allem, der sich sehr für Okkultismus interessiert hat, waren mir die Dinge sehr vertraut und ich bin davon ausgegangen einfach immer, dass ich starke übersinnliche Fähigkeiten habe. Warum? Es war mir irgendwie klar, so wie einem anderen klar ist, dass er gut Fußball spielen kann. Und ja, ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, mit 14 Jahren hypnotisieren gelernt und mit 16 oder 17, so habe ich das erste Mal gechannelt. Keine Ahnung gehabt, dass man das Channel nennt, das hat sich so ergeben, aus einer Intuition, einer Stimme, die ich gehört habe, die immer deutlicher geworden ist, bis ich es eines Tages gemerkt habe, das ist nicht mehr von mir, das ist jemand anderer, der da über mich spricht. Und ich habe das zuerst einfach einmal nur cool gefunden. Hat dir das keine Angst gemacht? Überhaupt nicht. Hat dir das eigentlich Angst gemacht? Ja, sehr. Mhm. Also bei mir war es fast das Gegenteil von der Margret. Für mich war das sehr spannend. Und gleichzeitig war es auch eine Flucht für mich, weil ich da etwas gefunden habe, wo ich gut bin. Ich habe gemerkt, in vielen anderen Bereichen, also in den Bereichen, wo ich in der Schule Schwierigkeiten hatte, da... habe ich gehadert mit mir und da habe ich etwas gefunden, was außer mir scheinbar niemand kann, so habe ich das damals erlebt und deswegen war es mir auch so willkommen. Ich meine, es hat natürlich andere Bereiche gegeben. Schlechter Fußballspieler, aber exzellenter Chandler. Genau. Ich war nur schlechter Fußballspieler leider. Vielleicht bist du auch ein gutes Channel. Zumindest Radiomacher. Ja, und ich habe es dann aber ausreden lassen von einem befreundeten Mentor und auch von anderen Leuten. Da ist mir dann klar geworden, gut, dass das kein Spiel ist, das war mir immer schon klar, aber dass man damit auch ziemliche Gefahren heraufbeschwören kann. Und das habe ich dann einige Jahre weggeschoben. Ich habe mich dann mehr akademisch damit beschäftigt, auch mit vielen anderen verwandten Gebieten. Und dann habe ich vor 3 Jahren die Margret kennengelernt und da ist spontan eine sehr intensive Freundschaft entstanden. Und als ich sie das erste Mal erlebt habe als Medium, ist mir eingeschossen, das habe ich ja auch schon gemacht mit 16, 17 damals. Aha, das nennt man also Channeln, aha. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, dass ich die Fähigkeit nicht umsonst habe und mir gesagt, ich werde das wieder erlernen von Grund auf. Es war gar nicht vorgesehen, dass ich das für andere mache. Ich habe mir zuerst nur gedacht, einmal für mich. Ja. Und jeder, dem ich davon erzählt habe, hat mich dann gefragt, ob ich das auch professionell machen möchte. Und ich habe zuerst immer abgewiegelt und gesagt, nein, das ist nur für mich. Und irgendwann habe ich es dann kapiert. Und seither arbeite ich eben auch als Medium. Mhm. Okay. Ja, hochspannend. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ich mir da erzählen werde. Unser Thema heute ist Channeling. Meine beiden Gäste, Margret Riedler und Bernhard Reicher, ich habe sie schon kurz vorgestellt. Channeling ist das neudeutsche Wort für kanalisieren. Viele meiner Zuhörer werden wahrscheinlich mit beiden Begriffen nicht allzu viel anfangen können. Hallo Franzl übrigens, deine Fragen kommen, wir werden dann gleich auf deine Fragen noch eingehen. Er hat schon 3 Fragen inzwischen gestellt oder 2. Zuerst möchte ich aber von euch einmal wissen, was ist eigentlich Channeling? Was geht's da? Channeling ist ein Ausdruck der esoterischen Literatur, der mir besonders nicht gefällt, weil er so eso klingt.
Aber er bedeutet so viel wie ja, Kanal sein. Das ist etwas, was im Prinzip jeder Mensch kann. Das heißt nicht, dass es jeder tun soll. Aber es ist etwas, was jeder erlernen könnte. Es geht darum, dass man ein anderes Wesen oder sein personifiziertes Unterbewusstsein durch sich sprechen lassen kann oder durch sich schreiben lassen kann. Das ist etwas, was jeder schon erlebt hat, wenn er in einem intensiven Gespräch war, plötzlich einen Satz sagt und ihm einfällt, das kommt nicht von mir. Woher fällt mir das jetzt ein? Oder wenn er schreibt und plötzlich das Gefühl hat, der Text schreibt sich von selber und er weiß gar nicht, was er da schreibt, seine Hand bewegt sich fast von allein. Insofern gibt es einmal so den Unterschied zwischen verbal gechannelt und schriftlich gechannelt. Und dabei kann es ihm alles Mögliche sein, was da durchkommt. Wie gesagt, vom personifizierten Unterbewusstsein bis hin zu Verstorbenen oder Außerirdischen oder das, was Dämonen, alles mögliche. Also es ist nicht ungefährlich. Ein anderes Wort dafür ist Inspiration. Genau. Okay. Das heißt, zum einen, du hast es schon angesprochen, ist es auch in gewisser Weise gefährlich. Also zum einen mal abstrahiert man da den Begriff Wesen sehr stark, weil du hast also gesagt, das ist, man kann es in so einer gewissen Weise selbst sein. Das heißt, sein personifiziertes Unterbewusstsein, das wird mich dann vielleicht später noch interessieren, wie du das jetzt genau meinst oder was das ist. Und zum anderen, hast du schon angesprochen, gibt es also Gefahren. Das heißt, das kann zwar jeder machen prinzipiell, verschieden gut natürlich, es gibt also sehr Talentierte und weniger Talentierte, aber es sollte nicht jeder machen. Warum? Weil einerseits die Gefahr besteht, dass man abhebt, ganz simpel formuliert. Weil das, also jetzt nicht, das hat nichts mit Levitation zu tun. Sondern ja, dass man mit der Realität nicht mehr zurechtkommt, weil sehr oft die Energien der geistigen Helfer oder der Wesen, die dadurch einen sprechen, so hoch sind, dass man die auch einmal verkraften muss. Wenn du sagst, Energien, geht es ja nicht auch vor allem darum, dass man erkennt, dass diese physische Welt nicht der Weisheit letzte Schluss ist und dass dahinter quasi eine andere Welt existiert, ist nicht das größte Problem, das man wahrscheinlich hat, wenn man jetzt quasi so unvorbereitet in dieses Ding hinein katapultiert wird? Das ist sicher eins der Probleme. Ein anderes Problem, womit ich immer wieder in Berührung komme, ich erlebe oft, dass Menschen zu mir kommen, auch aus den Gründen, weil sie experimentiert haben damit. Und erst einmal der Ausgangspunkt war, sogenanntes Jenseitssuchen, irgendwie mit Verstorbenen in Kontakt zu kommen. Das heißt also, irgendwie ein geliebter Mensch oder auch die geliebte Großmutter ist verstorben und man träumt vielleicht häufig von ihr und meint, nun müsste ich doch vielleicht mit ihr reden. Und dann stellt man einfach fest, dass sie auch nicht einen besseren Rat geben kann, als sie es konnte, noch zu Lebzeiten. Mhm. Und das kann dann zu Enttäuschungen führen und zu weiterer Suche und zu Kontakten führen, die vielleicht auch nicht immer nur ganz positiv sind. Um das mal ganz simpel auszudrücken. Das heißt, dämonische Besessenheit, solche Dinge. Wäre das Extrem davon. Wäre das Extrem. Kurze Frage, die uns aus dem Internet gestellt worden ist. Ich muss mich entschuldigen, ich bin furchtbar verkühlt. Frage an die Studiogäste von Franzl, das ist einer unserer treuesten Hörer. Kennt jemand Paul Meek? Das ist die erste Frage. Mir nicht, nein. Nein, auch nicht. Und das zweite, letzte Sendung handelte über superionisiertes Wasser von Chris Haderer gesteuert. Und Frage von Franzl, durchaus interessant. Also laut den österreichischen Medium Herrn Rytlitschka wurde das superionisierte Wasser, abgekürzt SW, von aufgestiegenen Meistern angekündigt. Haben die Studiogäste auch schon Durchsagen, also diese Channel-Kommunikation nennt man ja Durchsagen, diesbezüglich bekommen? Sagt euch der Begriff superionisiertes Wasser irgendwas und habt ihr da schon irgendwas gehört? Superionisiertes Wasser sagt mir nur aus dem Internet etwas. Nicht aus dem? Nicht aus eigener Erfahrung oder auch nicht von meinen Kontakten her. Auch ich habe schon davon gehört, aber bis jetzt war das Interesse von meiner Seite oder von den Menschen, die meine Fähigkeit genutzt haben, nicht so groß, dass ich irgendeine Antwort bekommen hätte. Außerdem
mir persönlich, da ich ja nicht in Österreich zu Hause bin, sind die Namen dieser Medien natürlich nicht bekannt. Okay. Mir würde das mal interessieren, vielleicht, falls ihr irgendwann einmal die Gelegenheit habt, vielleicht könnt ihr da mal eine Frage stellen diesbezüglich. Wäre das vielleicht möglich? Jetzt hier? Nein, nicht jetzt hier, also aber irgendwann einmal, falls ihr... Also mir würde es einfach interessieren, was jetzt eure Kontakte zu diesem Thema sagen. Es ist mir ein Thema, das prinzipiell immer sehr interessant ist, aber für mich irgendwo zwiespältig ist ein bisschen, vor allem weil einfach die Art der Herstellung nicht bekannt ist, etc. Richtig. Und die Wirkung extrem stark ist, ich habe selbst probiert. Und ich habe den Versuch dann abgesetzt, weil ich einfach mehr darüber erfahren möchte vorher. Mhm. Daher den Eigenversuch, also ich sei jedem freigestellt, der das damit experimentieren möchte, Chris Adler tut es. Aber vielleicht... Also mir fällt eine Geschichte ein, in einem anderen, ich weiß nicht, ob es dieser Zusammenhang ist, um den es hier geht. Und zwar gibt es so Magnetuntersetzer wohl, die auch das Wasser ionisieren sollen. Meinst du Tachyonenenergie? Ja, ich denke, das könnte sein, okay, dass das in die Richtung eher geht. Aber es soll angeblich die gleiche Wirkung haben, also eine Ionisierung des Wassers zu bewirken. Und da ist mein Kontakt hat also ganz strikt und klar und eindeutig gesagt, dass das Quatsch ist. Dass es Quatsch ist, ne? Dass es nicht funktioniert oder dass es irgendwie... dunkel ist oder so? Nicht dunkel, nein, sondern einfach, dass es nicht funktioniert. Okay. Na, aber wie gesagt, also falls ihr einmal, dann vielleicht, wenn wir uns wieder mal da zusammensetzen, zu plaudern, dann vielleicht prinzipiell gern. Habt ihr dann Nachricht. Gut. Welchen Einfluss hat eigentlich diese Fähigkeit auf euer Leben? Ich meine, ihr habt das in der Einleitung schon kurz besprochen, aber doch vielleicht noch ein bisschen genauer, was macht das mit einem? Ich war jemand, der immer sehr viel verschiedene Bücher gelesen hat, mit verschiedenen Menschen gesprochen hat. Und das war aber letztlich immer nur Wissen aus zweiter Hand. Und die Fähigkeit mit Firiel, das ist der Name meiner Hauptkontaktperson, zu sprechen, hat mir die Möglichkeit an die Hand gegeben, aus erster Hand Wissen zu bekommen, also was von mir ist, wo ich nicht mehr angewiesen bin auf jemand anderen. Natürlich gibt es einen Filter, der eingebaut ist bei mir, wie bei jedem Medium. Das heißt, die persönliche Erwartungshaltung, das Weltbild. Aber das ist ja die Hauptaufgabe eines Mediums, das so weit in den Hintergrund zu stellen, dass es keine wichtige Rolle mehr spielt. Und dadurch kann ich eben Informationen bekommen, die... ja, wirklich aus erster Hand sind, so würde ich das bezeichnen. Wobei die Firel natürlich auch nicht allwissend ist. Aber sie hat einen wesentlich größeren Überblick als ich. Und zudem ist sie jemand, das ist eine andere Geschichte, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Das heißt, Firel ist dein jenseitiger, wenn man so sagen kann, Kontakt. Genau, ich habe mehrere, aber die Firel ist der Hauptkontakt. Das ist ein weibliches Wesen. Das heißt, es gibt auch nicht-körperliche Wesen, haben ein Geschlecht. Ja, ist weiblich im Sinn von einer Energieform. Okay. Also wenn sie einen Körper hätte, wäre sie eine Frau, kann man so sagen. Okay. Und als ich das erste Mal mit ihr direkt Kontakt aufgenommen habe, war das wie Heimkommen für mich. Also es ist zudem relativ rationalen Vorteil, dass ich mir Informationen besorgen kann darüber, in erster Linie wichtig, dass ich ein Gefühl habe von einer Begleitung, von einer Nähe, von einer nicht nur lieben Freundin, sondern von einer Partnerin, die immer in meiner Nähe ist und die mir Heimat gibt. Wer ist sie? Weißt du, was sie genau ist? Woher kommt sie? Was? Ja, das weiß ich ziemlich gut. Mhm. Also in der esoterischen Tradition würde man das Dualseele nennen, die halt jetzt nicht auf der Erde inkarniert ist, sondern in einer anderen Ebene oder Dimension lebt, aber für mich da ist. Kann man das wohl genauer beschreiben, wo sie jetzt existiert? Das ist relativ schwierig, weil für diese Wesen unsere Begriffe von Raum und Zeit nicht so gültig sind. Aber sie war ja, ich nehme an, dass sie schon einmal inkarniert war. Das heißt, ja, aber nicht auf der Erde. Ah, wo? Es führt relativ
Also ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber ja, wenn nicht, dann brauchst du das nur sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit ausholt, dass wir nicht die Sendezeit ausreizen. Am ehesten, also der Planet, wenn man das so sagen möchte, wo sie herkommt, ist die alte Venus in der Tradition. Das hat jetzt aber nichts zu tun mit den Venusiern von Billy Meyer oder so, von irgendwelchen Kontakten mit süßlich singenden. Na, der Billy Meyer hat mit, und Billy Meyer ist ein durchaus interessanter Mann. Also, ich habe da lange Zeit gedacht, das ist einfach ein kompletter Humbug. Billy Meyer ist aber viel interessanter, als sich das auf den ersten Blick anhört. Hat aber mit Plejadien Kontakt gehabt. Ja. Und, er ist durch die Venus in Verruf gekommen, deswegen habe ich es erwähnt. Ja. Okay, aber von der Venus fällt mir ein, die eine gewisse Omnek, oder wie die heißt. Die mir ein bisschen schrill vorkommt. Die ist auch schrill. Ah, okay. Nein, weil die ist mir da immer gedacht, weiß nicht. Also die Venus, wenn ich kurz was dazu sagen darf, und der Planet, auf dem, der in unserem Sonnensystem der nächste zur Sonne ist, ist natürlich nicht bewohnt. Das würde auch der nächste Sonne ist Merkur, oder? Ist Merkur der nächste? Ja, stimmt. Der also nächste ist Merkur und dann. In Richtung Sonne der nächste, Richtung okay, Sonne, ja. Trotzdem ist es eine so hohe Sonnennähe, dass kein körperliches Wesen dort leben könnte. Ja, also da kann niemand leben. Das ist zu nah an der Sonne. Okay, das zumindest ist, nicht in der Biologie, die wir jetzt genau, auf der Erde kennen. Ja. Und wenn wir, das heißt der Bernhard und ich, von der Venus sprechen, dann meinen wir nicht diesen Planeten, der also in unserem Sonnensystem ist, sondern er hat extra gesagt, die alte Venus, aber das ist eine sehr lange Geschichte. Okay, so klingt aber interessant. Ist eine interessante Geschichte, die hat nur bedingt mit diesem Planeten Venus zu tun. Ja, also einfach nur zur Erklärung. Okay. Bitte. Ja, vielleicht bei dir jetzt, gleich bei dir. Welchen Einfluss hat auf dein Leben? Das war also die Frage, bei der wir jetzt gestartet sind und auch natürlich kurz so. Also, mit wem konversierst du da so? Ja, ich möchte weiter hinten anfangen, nicht so früh in der Kindheit. Dieser Kontakt hat mein Leben ziemlich umgekrempelt. Also nicht nur der spektakuläre Beginn, sondern das, was ich an Informationen dann nach und nach bekam, war sehr oft ganz extrem abweichend von dem, was zu meinen Ansichten früher gehörte und auch zu meinen Vorstellungen vom Leben, von der Welt, vom Universum, von Religion und allem Möglichen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich völlig umdenken müssen. Ich habe also ein völlig neues Weltbild entwickeln müssen und das ist mir nicht immer leicht gefallen. Ein anderer Aspekt ist, dass die Umwelt, das heißt der Freundeskreis, Partnerschaften, nicht immer mit diesem Thema so umgehen können, wenn da das Gefühl entsteht, da gibt es also noch einen Begleiter, wenn er auch nicht sichtbar ist. Also es ist so, dass die Tatsache, dass ich als Medium angefangen habe zu arbeiten, mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat. Bis dahin, dass eben Seminare, die ich jetzt gebe, zu einem Teil sogar aus diesem Wissen beeinflusst werden. Das heißt, du versuchst Menschen da irgendwie eine Hilfestellung zu geben, wenn sie sich selbst in so einer Situation wiederfinden, in der sie mit einer anderen Realität konfrontiert werden und damit auch die mit ihnen eine Beziehung haben oder ihre Eltern, ihre Kinder, dass die vielleicht Hilfestellung zu geben, damit umzugehen, gehört das dazu? Das gehört für mich dazu, wobei das, ich würde das eine Art von spiritueller Psychologie oder Therapie nennen, also Spirotherapie. Genau, also es gibt, glaube ich, noch kein Wort dafür. Mein Hintergrund, das hattest du ja schon gesagt, ist ja ein therapeutischer. Und da bietet sich das natürlich an, dass diese Dinge sich auch miteinander verbinden lassen.
Ich kann nur sagen, es hat mein Leben sehr reich gemacht. Ich habe viel, viel gelernt bis jetzt und lerne immer noch dazu. Und das macht mir das Leben lebenswert und ich habe dadurch sehr viel Spaß am Leben. So möchte ich das nennen. Für euch beides ist es eigentlich eine Bereicherung und keinesfalls irgendwie etwas, das euch aus der Bahn geworfen hat. Eindeutig. Aber es gibt solche Beispiele, nehme ich an. Ne? Aber ja. Ja. Es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es Wesen gibt, die sich aufdrängen und Wesen, die wirklich den freien Willen achten. Und das ist für unsere Kontakte das oberste Gebot, den freien Willen von uns und von unseren Klienten zu achten. Aber ich nehme an, dass es dabei vor allem auch natürlich um dämonische Wesen beziehungsweise eben, also ich glaube, aufdrängen tun sich ja eher die dunkle Seite, wenn man das jetzt so schwarz-weiß-malerisch... Also du siehst das an meinem Gesichtsausdruck schon, wir sind ja beim Radio, so dass man das auch nicht anderweitig sehen kann. Ich mag diese Bezeichnung dämonisch und dunkel und schwarz-weiß nicht so gerne. Ja, nichts Besseres. Um ein Kontrastbild zu zeigen, benutze ich es dann schon auch manchmal. Ja. Aber es gibt die, weil also ich habe sehr viele Radiosendungen von dem späten Pater Malachi, diesem Exorzisten aus New York, der einer der faszinierendsten Gäste bei Art Bell war, die ich jemals gehört habe. Mhm. Und der also extrem davor warnt auch, ne, vor diesen Dingen. Ich kann dir nur zustimmen, natürlich gibt es solche Kräfte und solche Wesen und solche Energien. Ich scheue mich nur ein kleines bisschen, das so auf so eine ganz simple Art und Weise auszudrücken. Das natürlich, ist alles. Ja. Klar. Natürlich gibt es die und wir kommen immer wieder in unserer Arbeit damit in Berührung, sowohl Bernhard als auch ich, dass Menschen, ohne dass sie unterwiesen worden sind, ohne dass sie eingewiesen worden sind, ohne dass sie Unterstützung erfahren haben, einfach sich öffnen, diesen Kanal, das ist ja das deutsche Wort dafür, öffnen und einfach irgendwelche Wesen hereinlassen. Ja. Es gibt aber auch Menschen, die einfach besetzt werden. Ich möchte das mal so nennen, weil der Kanal sich öffnet, zum Beispiel durch Drogen. Ist das möglich? Das, alle haben schon mal gehört von Menschen, die auf einem Trip hängen geblieben sind. Also nur, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben immer wieder damit zu tun. Und das Schöne ist, dass wenn Menschen, so wie der Bernhard und ich, einen Kontakt haben, der auch darüber Auskunft geben kann, dass man manchmal in der Lage ist, solchen Menschen auch zu helfen. Okay. Ich möchte jetzt wieder zwei Fragen stellen, die aus dem Internet kommen, von Franzl. Frage an Margit und Bernhard. Es gibt Experimente von Joachim Koch und Hans-Jürgen Küborg mit den Kornkreisen. Sie haben von Berlin aus, also es sind zwar deutsche Wissenschaftler, die sich mit dem Kornkreisphänomen, das auch in dieser Sendung sehr prominent ist, beschäftigen. Sie haben von Berlin aus mit Gedankenkraft Kornkreise in England erzeugt und dann wirklich mit Routen in England später festgestellt. Quelle, Buch Vernetzte Welten, laut Ihnen sind ca. 80% der Kornkreise von weg gemacht. Ja, das, also 20% sind tatsächlich das Phänomen. Aber die Frage ist jetzt, glaube ich, ob ihr von diesen beiden Herren gehört habt. Nein, ich nicht. Ich weiß aber, dass es solche Experimente gibt und vielleicht darf ich in diesem Fall mal etwas erzählen, ganz kurz, weil ich weiß, dass das auch immer auch mal interessiert. Als die Kornkreise auftauchten vor weit mehr als 10 Jahren inzwischen, ich denke, 89 ist es so richtig losgegangen. Okay, so richtig losgegangen, da waren es also wirklich nur Kreise. Ja, es waren noch nicht diese Piktogramme, sondern nur Kreise. Keltische Symbole. Ja, einfach nur ineinander verwobene Kornkreise. Und da ist mein Kontakt mehr als einmal gefragt worden, ob woher denn diese Kornkreise kämen. Und da auch damals ist schon sehr viel über Außerirdische und UFOs diskutiert worden. Und die Antwort hat uns sehr verblüfft, mich eingeschlossen. Die Antwort war, dass die Kreise hervorgerufen werden durch Experimente mit elektromagnetischen Feldern. Und dass die Experimente unterirdisch stattfinden und die Militärs, die mit dem Experiment zugange sind, nicht wissen, dass die Kornkreise ein Resultat dieser Experimente sind. Wir haben
Also etwas gebildet auf anderen Stellen der Erde, denn die gibt es ja nicht nur in England, die Kornkreise, die sind ja auf die ganze Welt verstreut. Und dass es an verschiedenen Stellen eben zu diesen Kreisen gekommen ist. Es hat dann ungefähr ein Jahr später Untersuchungen gegeben, ich habe das dann in einer populärwissenschaftlichen Zeitung gelesen, dass man festgestellt hat, dass die Halme, die umgeknickt sind, eine andere Molekularzusammensetzung haben. Unter anderem. Unter anderem, ja. Und man vermutet elektromagnetische Schwingungen. Also das wollte ich nur in dem Zusammenhang sagen. Man vermutet bei den Kornkreisen Kaltplasma-Phänomene und hat jetzt dein Kontakt gesagt, dass und tatsächlich gibt es also sowohl physische Veränderungen, es schaut aus wie unter der Mikrowelle, es gibt bis zu, wie du sagst, genetischen Veränderungen. Ja. Aber mir würde es doch ein bisschen genauer interessieren, hat dein Kontakt jetzt gesagt, dass es sich dabei um ein direktes Resultat dieser Experimente handelt oder, was ich nicht verstehen würde, sekundäre. Diese Experimente haben etwas losgetreten, etwas aufgemacht, ganz genau. Das jetzt hier ist und diese Dinge erzeugt. Richtig, ja. Und warum? Hat er irgendwie genau, das interessiert mich natürlich sehr, weil die Kongresslösung beginnt, ich bin im Juli in England und wer da wieder... Ich auch, zum ersten Mal. Ah, ja, vielleicht treffen wir uns auch. Also gerne. Ende Juli bin ich dort. Na, ich mit. Ah, okay, aber das ist großartig, wisst ihr. Ist, glaube ich, ja. Hat jetzt, hat dein Kontakt irgendwas Genaueres darüber gesagt, wer das ist, der da quasi herbeigelockt wurde oder hereingeholt wurde, was also, das ist und was es damit bezweckt. Okay, also bei späteren Fragen, dann als die Piktogramme dann auftauchten, haben wir erneut gefragt und da kam dann zum Vorschein, dass es sich wohl um nicht-irdische Kontakte handelt, die aber einzig und allein den Zweck haben, Aufmerksamkeit zu erregen. Aufmerksamkeit, denn die Symbole sind archetypische Symbole, die ja bei den Menschen etwas auslösen, ein Nachdenken. Und zwar sind das Phänomen der Kreise, der ersten Kreise, die aufgetaucht sind und die das Interesse der Menschen daran benutzt worden, um bestimmte Botschaften dann zu senden, um vorzubereiten möglicherweise, dass wir eben doch nicht alleine sind im Universum. Das heißt, ich habe eine Sendung gemacht und ein Gast, Bernhard Wolf, hat dann behauptet, bei den Kornkreisen handelt es sich um intergalaktisches Graffiti. Das heißt, der war da gar nicht so weit. Nö, würde ich, es ist eine andere Bezeichnung dafür, ja. Würde ich vielleicht humorvoll unterstützen können. Ja. Mhm. Aber es ist schon irgendwie eine Intuition dahinter. Es ist nicht nur einfach nur so. Nein. Wenn du sie siehst, ich habe sie ja nun live leider noch nicht gesehen bis jetzt, aber ich habe sie immerhin viele, viele Abbildungen gesehen. Mhm. Dann sind sie etwas, was jeden Menschen berührt. Sie sind sowas von beeindruckend und von einer unglaublichen Schönheit. Und sie lösen etwas aus in uns. Sie lösen, und wenn es nur das Nachdenken darüber ist, ja, was ist denn das? Mhm. Ja, was macht es mit mir? Was soll das bedeuten? Was steckt dahinter? Das heißt also, wir stellen die Fragen, die wir eigentlich schon lange stellen sollten, uns selbst und anderen. Ja, und ich bin vor allem auch gespannt, was du sagen wirst, wenn du zum ersten Mal in einem warst. Gerne, ich erzähl's dir. Ja, weil also ich war gegenüber Stonehenge ist jedes Jahr klassisch einer, der wunderbar ist. Und ich war in dem drinnen und das war schon sehr spannend. Das glaube ich. Mhm. Also bin gespannt, wie es da dir geht. Gut. Okay, es gibt noch eine weitere Frage von Franzl, die werden wir nach der Pause behandeln und wir kommen gleich wieder. Hier sind wir wieder, Crop FM heißt die Sendung. Meine Gäste sind Margit Riedler und Bernhard Reicher und es geht um Channeling. Ein anderer Gast, der hier schon öfter
war, ist Nicola Wolgemuth. Und Nicola Wolgemuth lebt ja offenbar in einer völlig anderen Realität, wenn man das so sagen darf, oder in einer sehr erweiterten Realität. Und hat auch einen spirituellen Begleiter, den sie auch sieht. Nennt sich Weiße Feder. Und hat auch schon darüber gesprochen, dass diese spirituellen Wesen sehr, sehr, sehr humorvoll sind. Aber ja. Darauf wollte ich vorher schon zu sprechen kommen, ja. Das heißt, ihr habt da auch schon so Dinge erlebt, dass die so durchaus... Sie haben einen wundervollen Humor. Aha. Ich erlebe es auch immer wieder bei Klienten, die Fragen stellen, die vielleicht sehr persönlich sind oder sehr schmerzhaft sind, dass dann die Firiel oder andere Wesen, Margrets-Kontakte, die Fähigkeit haben, den Finger genau in die Wunde zu legen, aber so, dass es nicht schmerzt und dass man sogar drüber lachen kann. Mhm. Und das ist etwas, was mich immer wieder verblüfft, weil wir ja selber immer wieder auch mit unserem Zweifel hadern, weil unser Verstand, wenn wir in Trance sind und channeln, ja im Dreieck hüpft. Und er sagt, das gibt's nicht, das bildest du dir nur ein. Aber daran merke ich zum Beispiel, das ist ein Indiz für mich, dass das nicht ich bin, von dem das kommt, weil ich selber ein sehr undiplomatischer Mensch bin. Mhm. Ich hätte niemals diese Fähigkeit, so sanft und humorvoll auf jemanden einzugehen, aha, wie die Firiel. Und ich erlebe es oft, dass manche Sitzungen ja ein reines Lachkonzert werden. Mhm. Ja, das ist schön. Ja, absolut. Weiter vorher von Franz, und dann kommen wir schon in die Richtung, in die es jetzt dann gehen soll für den letzten Teil der Sendung. Das Buch Der Aufstieg der Erde 2012, das berühmte Datum 2012, in die fünfte Dimension, wurde von Meister Konfuzius und Kutumi gechannelt und von Ute Kretschmer, Deutschland. Haben die Studiogäste Kontakt zu diesen Meistern? Das Buch hat den Herr offenbar sehr bewegt. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Nicht? Auch nicht. Auch nicht. Kurz, 2012 ist es, ich meine, ist es bei, kam das schon, kam euch das schon unter? Ich nehme an, ja. Und wenn ja, dann, was sagt euch das? Also, ich möchte so anfangen. Um die Jahrtausendwende hat das ziemlich geboomt, die Anfragen, ob denn 2000, also Jahreswechsel 2000, die Erde untergehen würde, ob die UFOs kommen, uns abholen oder ob der Polsprung stattfindet oder was auch immer für Ideen in den Köpfen der Leute entstanden. Gestern war übrigens wieder von einem angeblichen Kontakt, ich glaube, sie heißt Leader, heißt sie im Nachnamen, und sie spricht mit den Zeta Reticulanern, glaube ich, und da geht es um diesen Planet X, und der hätte gestern sichtbar werden sollen. Mhm. Und ich glaube, dass die Frau da ordentlich übers Ohr gehauen wird von diesen Wesen. Aber okay, es ist nur meine Meinung. Also ich kann nur das wiederholen, was in meinem Kontakt immer wieder gesagt wurde, schon im Jahr 2000, das heißt 99. Und auch jetzt immer wieder, wenn Fragen gestellt wird, gesagt wird, ist Folgendes. Unsere Galaxie, das heißt, eingeschlossen unser Sonnensystem, beendet offensichtlich seit etwa 30 Jahren einen Zyklus. Einen sehr großen Zyklus. Und dieser Zyklus wird etwa beendet sein zwischen 2010, 12 und 2024, 25. Das lässt sich nicht so genau auf eine Jahreszahl, weil bei diesen großen Zyklen lässt sich das nicht auf irdische Umlaufbahn umrechnen. Wir Menschen merken, ja, bitte. Wir sprechen da von Zyklen, die wie viele Jahre ungefähr? So viel ich weiß, sind das Zyklen, die etwa 24.000 Jahre immer dauern. Also du sprichst jetzt doch von diesem 26.000-jährigen Präzisionszyklus. Aber ja, genau. Ich habe gehört, dass da also auch noch mehrere Zyklen synchron. Es gibt andere synchron. Zyklen, auch die synchron und dieser eine Zyklus. Das ist wohl in dieser Zeit so, dass einmal ein sehr großer Zyklus zu Ende geht und ein kleinerer, der ungefähr 12.000 Jahre ist. Okay. Wir haben einmal so einen Zyklus gehabt, als die letzte Eiszeit zustande kam, wurde auch so ein Zyklus beendet. Und Atlantis angeblich untergegangen. Genau, ja.
Und offensichtlich ist es wohl so, dass so ein Zyklus wieder dem Ende entgegengeht. Und mir wurde gesagt, dass das mit natürlich mit Umwälzungen einhergeht. Wenn so ein großer Zyklus beendet wird, entstehen neue Sonnen und alte sterben. Entschuldigung. Und das hat seine Wirkung auf alle Sonnensysteme und unseres ist davon nicht ausgeschlossen. Das heißt also, auch die Erde ist in Mitleidenschaft gezogen davon und wird das spüren. Und wir spüren das auch seit ein paar Jahren, dass es Umwälzungen gibt, dass die Erde anfängt, sich ein bisschen gegen die Menschen zu wehren. Das ist sicherlich zum großen Teil hausgemacht, aber es hat auch damit zu tun. Die Frage, ob die Erde in eine andere Dimension geht, ist eine sehr schwammige Frage. Weil in eine andere Dimension gehen heißt ja, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln. Wenn davon die Rede ist, dass die Erde in eine andere Dimension geht, im Sinne von, wie das häufig genannt wird, Feinstofflichkeit, dann weiß ich, dass mein Kontakt sehr ernst wird. Weil er sagt, die Erde ist einer der jüngsten Planeten in diesem Teil der Galaxie und der jüngste in diesem Sonnensystem. Das heißt, wir sind hier, weil wir hier etwas ganz Besonderes lernen wollen. Und es hat keinen Sinn, diesen Planeten beenden, sterben oder in eine andere feinstoffliche Dimension wandern und oder hieven zu wollen oder zu sollen. Ganz abgesehen davon, dass es mit Sicherheit eine Reihe von Menschen gibt, mich eingeschlossen, die überhaupt noch nicht in der Lage sind, in einer feinstofflichen Welt leben zu können oder zu wollen. Was machen wir denn mit denen, die noch nicht bereit dazu sind? Werden die jetzt gezwungen, auch in die Feinstofflichkeit zu gehen? Oder? Also es gibt da sehr ausführliche UFO-Mythologien, sage ich mal, davon von Sheldon Neidl. Und der Grund ist nur lauter, dass die noch nicht reif sind, auf andere Welten verbracht werden. Ja, wozu denn? Wozu ist das? Die Erde ist, wie gesagt, die Erde ist einer der jüngsten Planeten. Und warum sollen die, wenn ich sterbe, das heißt also meinen Körper, dieses Kleid, das mich durch dieses Leben begleitet hat, ablege, gehe ich sowieso in die Feinstofflichkeit. Warum können denn die nicht, die so weit sind, dann dorthin gehen, wo sie hingehören? In die Dimension oder in diese Art von Feinstofflichkeit, die ihnen zusteht. Warum müssen denn alle woanders hingebracht werden? So ein Quatsch. Entschuldigung. Gut, muss man so sagen. Was ist jetzt dann davon zu halten, dass also generell von einer Frequenzanhebung, quasi einer Anhebung der Grundschwingung dieses Planeten gesprochen wird? Wobei wir vielleicht jetzt kurz darauf eingehen müssen, was das überhaupt heißt. Ich weiß, was du meinst. Eine Anhebung der Grundschwingung, wie kann denn die zustande kommen? Stellen wir die Frage doch einfach mal. Also wir können den Planeten natürlich in eine höhere Schwingung versetzen durch, weiß ich nicht, Töne oder was auch immer für Energiefrequenzen. Die Frage ist, ob die Menschen und Tiere und Pflanzen, die darauf leben, damit umgehen können, ob die sich da anpassen können. Wie würden die das erleben, wenn das, oder? Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass Schwingungen durchaus sehr schmerzhaft für Menschen sein können. Das wissen wir ja alle. Wenn man Elektroschocks kriegt, das ist nicht so schön, ne? Okay. Also die Erde ist ja ein Bewusstsein. Ich meine, da erzähle ich ja nichts Neues. Alle, die so ein bisschen sich damit beschäftigen, wissen das. Und dieses Bewusstsein steht in einer engen Beziehung natürlich selbstverständlich zu seinen Bewohnern. Und das, was wir tun, hat einen direkten Einfluss auf unseren Planeten. Die Umweltverschmutzung ist ein direkter Ausdruck unserer emotionalen Verschmutzung. Ich muss das so sagen. Das heißt, das Bewusstsein anheben, das heißt eine andere Schwingung erreichen, können wir natürlich, wenn wir damit anfangen, wir Menschen, wenn wir anfangen, unser Bewusstsein über uns selbst, über das, was wir können, was wir sind und das, was ich eben gerade angesprochen habe, die emotionale Verschmutzung, die Hass, Wut, Angst, all diese Emotionen, die wirklich zu einer Verschmutzung führen. Wenn die verändert werden, wird es automatisch eine Schwingungsanhebung geben. Das ist eine zwangsläufige Folge. So wie ein Mensch, der bestimmte Dinge in seinem Leben bereinigt, ja, plötzlich ein anderer Mensch wird und
in seiner Schwingung anders wird. Das heißt aber, was du jetzt damit sagst, ist, dass dieser Zyklus, der da beendet wird, also die Mayas nannten das Ende der Zeit etc., richtig, ja. Dass diese Tatsache nicht unmittelbar damit zusammenhängt, dass die Grundfrequenz auf der Erde angehoben wird. Nein, wer sollte das und warum tun? Ich glaube, die Margret spricht da etwas an, was ich immer wieder beobachte bei der Spiritualität. Viele Menschen, die damit in Berührung kommen, sehen das als willkommene Rechtfertigung dazu, keine Selbstverantwortung mehr übernehmen zu müssen. Denn da kommen ja die UFOs, die uns abholen und in eine bessere Welt führen. Oder da wird die Schwingung angehoben oder wir kommen in die fünfte Dimension und von außen passiert immer etwas, egal in welcher Form, das uns spirituelle Menschen ganz besonders gut macht und uns in eine heile Welt bringt und so weiter. Es ist wieder nur eine verkleidete Flucht vor der Selbstverantwortung in vielerlei Hinsicht. Wir müssen dann selber nichts mehr dazu beitragen. Genau. Wir kommen da in einen Photonenring und werden dann einfach alle... Ja. Zu engelgleichen Wesen, genau. Egal wie bescheuert wir auch sind. Richtig, und dann können wir uns alle auf einer Wolke wieder treffen mit einer Harfe und einem Heiligenschein. Okay, also dem ist nicht so. Eine recht interessante Frage wieder aus dem Internet. Florian Bernhard, ist die Vorbereitung der Menschheit auf wesentliche Wandlungen in dem Miteinander, die es Miteinander geben wird, bereits durch Filme beeinflusst? Er nennt da jetzt Filme wie Science, Ghost-Nachricht von Sam, Akte X. Ich meine, generell glaubt ihr, dass also Hollywood, also die Filmindustrie, mir kommt eigentlich eher bei diesen Filmen jetzt weniger so vor. Also Ghost ist vielleicht recht interessant, Akte X. Aber glaubt ihr, dass also die Filmindustrie generell ein bisschen vorbereitet auf etwas, das da kommt, von dem eine gewisse Gruppe weiß, aber die Schäflein nicht und die sollen dann so langsam vorbereitet werden? Glaubt ihr, dass das ist? Also ich denke, es ist eine Wechselwirkung. Ich glaube auch, dass die Leute in Hollywood wissen, dass mit diesen Themen Geld zu machen ist, ganz einfach. Mhm. Und viele Leute, die ich kenne oder indirekt kenne in Hollywood, sind auch spirituelle Menschen. Mhm. Also es hat schon damit zu tun. Und mir fallen viele Filme ein in letzter Zeit, die kollektiv ein Umdenken bewirken können. Siehe Matrix. Oder, Matrix finde ich auch großartiger Film. Ja. Ich glaube, der zweite Teil wird bei weitem nicht so gut, aber der erste Teil war großartig. Ich habe mir jetzt gerade wieder angeschaut. Ja. Generell jetzt dazu zu den Inhalten, die ihr gechannelt bekommt, die den Inhalt der Durchsagen würde mich interessieren. Ich meine, also offenbar diese Beendigung des Zyklus ist Thema. Ist das eigentlich das Hauptthema, das dort vorkommt? Oder generell ist ja einfach die Erwartungshaltung da, dass wir einfach vor großen Umwälzungen stehen, dass einfach was Großes passiert, dass wir vielleicht Kontakt aufnehmen mit unseren Mitlebewesen in dieser Galaxis, vielleicht in anderen. Vielleicht gibt es dazu irgendwie Durchsagen. Ist es tatsächlich so, dass wir in so einer Vorbereitungsphase sind, um in eine intergalaktische Gemeinschaft eingebunden zu werden? Gibt es sowas? Hauptsächlich da irgendwelche... Ich weiß, dass es einen Plan gibt, Kontakt aufzunehmen, wobei es wieder an uns liegt, ob wir bereit sind dafür. Von wem? Von verschiedenen Planetenmenschheiten. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, das mir sehr gut gefällt, weil, ich weiß auch nicht, es ist einfach irgendwie nett, die Galaktische Föderation. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, tut mir leid, ich bin ein bisschen kindisch. Aber ich mag Science Fiction sehr gern. Ja, genau. Und übrigens ist viel Science Fiction auch bewusst oder unbewusst beeinflusst worden oder inspiriert worden, sagen wir so. Ich weiß zum Beispiel, dass der Gene Roddenberry, der Star Trek begründet hat, auch bei einem Medium war und von dort sehr viele Durchsagen bekommen hat. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Das heißt, er hat schon seine Geschichten auf das ausgerichtet, was ihm da erzählt wurde. Ja, eindeutig. Das ist mir das Interessante, weil also es gibt viele Medien, die diese. Das heißt, erste Frage, gibt es tatsächlich so eine exopolitische Struktur, wie eine Föderation von verschiedensten Welten? Gibt es sowas oder wisst ihr davon? Oder? Ich glaube, es ist eine Metapher für etwas, was tatsächlich existiert, ja. Okay. Das heißt, es gibt nicht in diesem Sinn, so wie die UNO nur halt. Aber es gibt einfach einen Verbund von. Ja, also von sensitiven Wesen, die diese Galaxis mit uns bewohnen, was ja eh klar ist. Also man kann es sogar intergalaktischen Rat nennen, wenn man so will. Ja, das heißt, es gibt also
über diese Galaxis hinaus Kontakte. Ja. Gut, und es gibt also, gibt es da irgendwie, das ist auch was, was also immer wieder natürlich sehr spannend ist, gibt es da irgendwo einen Zeitplan oder ist das, hängt das rein von uns ab? Hängt das rein von uns ab, ob da jetzt eine Kontaktaufnahme passiert oder nicht? Ja. Der freie Wille ist das oberste Gebot. Ich mutmaß ja mal, dass da nicht so gut ausschaut, oder? Nee. Nein. Kann man vorstellen. Also, es hat einmal ein sehr berühmter Ufologe, dessen Name hat einfach gesagt, if you were an alien, would you want to have humans out there? Ja. Also, es reicht, wenn wir den Planeten zerstören. Ja. Gut. Was sind weiter so Themen, die so quasi in euren Kommunikationen eigentlich waren? Gibt es irgendetwas, das, wo einfach... Es ist sehr unterschiedlich. Ja. Es kommen wirklich verschiedenste Fragen. Vieles bezieht sich, ich glaube, sowohl bei der Margaret als auch bei mir auf Beziehungen. Was du meinst jetzt Fragen von Leuten? Von Klienten, ja, genau. Aber von der anderen Seite meinst du, ja, gibt es da irgendwelche Themen, die besonders wichtig, als wichtig erachtet werden? Oder? Also in meinem Fall ist es so, dass es schon ein Lieblingsthema gibt, das muss ich in dem Fall so sagen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass, und ich knüpfe an, was wir gerade, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Und zwar, es gibt schon Veränderungen auf der Erde, so ist es ja nicht. Wir haben ja unseren Planeten ziemlich runtergewirtschaftet, versaut, möchte ich mal sagen. Und da ist auf der anderen Seite, so möchte ich das mal nennen, schon sowas wie ein Interesse daran, uns Handwerkszeug in die Hände zu geben, dafür vielleicht ein bisschen was wieder in Ordnung zu bringen, was wir da versaubeutelt haben. Weil wenn wir es schaffen, die Erde in die nächste Dimension zu katapultieren, gibt das natürlich schon auch eine Auswirkung auf den Rest nicht nur unseres Sonnensystems, sondern der gesamten Galaxie und weiter hinaus. Und vor allem auch diese Dimension, die ja, das zweifelhafte Vergnügen hat. Dahin. Genau. Ja. Also das, da ist schon auch ein Interesse dran. Ich möchte mal sagen, sowas, was wir hier den Intergalaktischen Rat genannt haben, dass Menschen, die willens sind, etwas zu tun, um diesen Verfall aufzuhalten, etwas in die Hände zu geben. Und dafür gibt es eine Reihe von Informationen, die dazu geführt haben, dass ich, und das ist der Grund, warum ich im Moment auch in Graz bin, bestimmte Seminare stattfinden. Es sind Seminare, bei denen es um die Arbeit mit Kristallen geht, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wenn ich zwei Sätze dazu sagen darf. Bitte, ja, das wollten wir erinnern dann noch kurz. Genau. Also das ist, da merke ich ein Anliegen, also uns Informationen zu geben, die uns helfen, da ein Stückchen weiterzukommen. Okay, das heißt, es geht da konkret jetzt um den Umgang mit Kristallen und der Verwendung dieses Werkzeuges? Oder? Ja, richtig. Mhm. Und auch wirklich auf eine andere Art und Weise, als man das üblicherweise in sogenannten esoterischen Kreisen handhabt. Ich weiß, dass im ersten Seminar, es ist also ein Zyklus oder ein Paket von vier Seminaren, die aufeinander aufbauen. Und immer wieder erlebe ich, dass im ersten Seminar die Teilnehmer sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich hätte ja ganz anders gedacht, dass das alles zusammenhängt. Und da geht es in erster Linie die Überraschung darüber, dass Rosenquarz eben doch nicht für Fußpilz hilfreich ist. Und Rosenquarz für Fußpilz? Ja, von mir aus auch für Herzschmerzen. sondern darum zu erfüllen, wofür ein Kristall eingesetzt werden kann. Und da gibt es Steigerungsformen, über die wir später vielleicht auch noch im Detail reden können. Ja, also später wird es nicht mehr wirklich spielen heute, aber ich möchte auf jeden Fall eigentlich eine weitere Sendung über dieses Thema mal machen. Gut, wenn ihr gerne. Zeit. Das heißt, ein wesentlicher Teil eurer Arbeit sind also diese Kristallseminare. Jetzt nur kurz vielleicht noch eine Frage aus dem Web eingefügt, ob
ob ihr beide mit dem Avatar Satya Sai Baba oder anderen etwas anfangen könnt. Aber natürlich. Ja. Aha, wer ist dieser Herr? Ich kenne ihn nicht. Also bitte schön. Ich war im November in Indien und habe den Lehrer von Sai Baba kennengelernt. Mhm. Also von daher habe ich indirekt einen Bezug zu ihm. Obwohl mir bis dahin die indische Spiritualität nicht viel gesagt hat. Also ich habe meine Wurzeln eher hier und achte den Weg, den Sai Baba geht, aber es hat mir nicht besonders viel gesagt. Allerdings habe ich dann während einer Channel-Sitzung Kontakt zum Lehrer von Sai Baba bekommen. Das war für mich ein so unglaubliches Erlebnis. Daraufhin hat sich eine Reise nach Indien angeschlossen. Mhm. Und das war wirklich ein äußerst intensives Erlebnis. Okay. Ja, natürlich habe ich von Sai Baba gehört, auf jeden Fall. Und meine Information, die ich über ihn habe, ist, dass er einer, ich möchte das in Anführungszeichen setzen, aber nicht ironisch, sondern ernst gemeint, einer der Erleuchteten ist. Mhm. Was heißt das konkret? Also das heißt, dass jemand eigentlich, wobei ich das Wort eigentlich nicht mag, eine Seele hat, die den materiellen Zyklus, das heißt also seine Laufbahn durch die Erde, abgeschlossen hat und nur noch für eine bestimmte Aufgabe hierher gekommen ist. Mhm. Vielleicht jetzt noch kurz auf eure Kristallseminare einzugehen. Also ich habe mir da mal, wir sind praktisch am Ende, vielleicht noch am Ende diese Geschichte, was ja eigentlich sonst so aus eurer Tätigkeit fällt. Ich habe es bei unserem ersten Treffen, das vor einem halben Jahr, das da stattgefunden hat, erzählt von der Choralpe. Wollt ihr vielleicht das kurz schildern, was da passiert ist? Ich habe das so sehr beeindruckend gefunden, damals diese Schilderung. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, was sich mit Kristalltechnologie bewirken lässt. Ja. Kristalle haben die grundlegende Eigenschaft. Das ist sozusagen gleich der Cliffhanger zur nächsten Sendung mit euch. Genau. Kristalle haben die grundlegende Eigenschaft, dass sie jede Art von Schwingung oder Energie verstärken, speichern und weiterleiten können. Und diese Fähigkeit potenziert sich dann auch noch, wenn damit in einer Gruppe gearbeitet wird, und so auf eine spezielle Weise, die auch in keiner Form noch veröffentlicht worden ist, die eben wirklich aus Durchsagen entstand. Und da haben wir ein, wenn man das so nennen will, Spukhaus gereinigt. Mhm. Das war ein Haus, das dort seit vielen hundert Jahren steht, immer im Besitz der gleichen Familie ist und indem man wirklich zuschauen hat können, wie am Küchentisch ein Glas von allein über den Tisch wandert. Ein sehr begnadeter Realität hat festgestellt, dass sich unter dem Haus zwei Wasseradern kreuzen, ein Teil des Erdgitternetzes geht auch drunter durch und zusätzlich war das früher nochmal ein alter keltischer Kultplatz, wo also auch schwarzmagische Riten stattgefunden haben leider. Und, du sagst jetzt doch leider. Also es ist ja, deswegen, weil ich die Kelten so mag und weil es eben auch bei den Kelten schwarzmagische Rituale gegeben hat. Also, es gibt dann doch diese Unterscheidung. ja, schon. Ah, okay. Ja. Die Margaret hat ihn gefragt, also den Radiästheten, was er machen würde. Und er hat nur gemeint, ja, ausziehen, das Haus niederreißen. Also, da kann man nichts mehr dran tun. Vor allem eben dieser Teil des Erdgitternetzes, der da direkt durchläuft, der verstärkt alles nochmal und ja. Und nach einer dreiviertelstündigen Arbeit ist er dann nochmal drüber gegangen, nachdem wir mit unseren Kristallen daran gearbeitet haben und hat bestätigt, dass sich das Erdgitternetz dort um 5 Meter verschoben hat. 6 Meter. 6 Meter war es, ja. Was eigentlich nicht möglich ist. Also er hat davon noch nie gehört, dass das möglich ist. Seither haben die Spukphänomene im Haus auch aufgehört. Wir haben auch also die negative Energie vom Kultplatz dort harmonisiert. Seither haben sich schon einige Leute dafür interessiert, das Haus zu kaufen, was vorher jahrelang nicht der Fall war. Mhm. Und so. Also das ist eine Möglichkeit, Kristalle einzusetzen. Schlägt also solche Wellen im Äther dann, dass plötzlich dann Leute sich dafür interessieren? Genau, also wirklich die Erde zu heilen. Mhm. Jetzt ja auch ganz konkret von dieser Radiästhet, glaube ich, hatte auch Phänomene wahrgenommen während eurer Reinigungstätigkeit. Ja, er hat, ohne zu wissen, was wir da tun, uns beobachtet. Er ist sehr hellsichtig und hat dann wirklich genau beschrieben, was wir
dort gearbeitet haben. Also er hat die Lichtsäulen über unseren Köpfen gesehen, die Energie, die dort geflossen ist. Also genauso wie wir gearbeitet haben, das hat er so auch wahrgenommen. Mhm. Was für uns ein Zeichen dafür war, dass es sehr sauber gearbeitet wurde. Und was für uns das Unglaublichste war, er misst die Bovis-Einheiten, ja. Die Energie, die dort sich abspielt. Und normalerweise hat eine mittelstarke Wasserader einen Grad von 7.000 bis 8.000 Bovis-Einheiten. Und dieser Teil des Erdgitternetzes, der durchging, hatte, ich glaube, 33.000 Bovis-Einheiten, was schon ungewöhnlich stark war, wo er echt den Hut gezogen hat davor. Und er hat gesagt, während unserer Arbeit haben wir eine Energie von wie viel? 9 Millionen. 9 Millionen Bovis-Einheiten kanalisiert. Oh wow. Ist das nicht auch gefährlich, wenn man solche Dinge durchführt? Deshalb gibt es die Seminare, um die Teilnehmer darauf vorzubereiten. Das heißt, ihr könnt damit umgehen? Wir waren hinterher alle nass geschwitzt und hätten einen Ochsen verspeisen können. Ja. Kristallarbeit macht sehr hungrig. Okay. Ja, das war eine äußerst spannende Sendung, muss ich sagen. Und wir sind am Ende, wie prophezeit, da ging die Zeit wie im Flug. Freue mich, dass ihr beide da wart. Und auch aus dem Internet kam also die dringende Bitte, ihr mögt wieder zu Gast sein. Also, gerne. Sehr gern. Wir werden das sicher wiederholen. Also, kurzer Hinweis, es gibt jetzt, Kopf FM erscheint ja alle 14 Tage, es gibt jetzt also eine Art Partner, kann man nicht sagen, aber gegenläufig passiert jetzt eine Sendung auch 19 Uhr jeden Freitag, die nennt sich Gnosis. Und es geht auch genau um das. So, ich habe jetzt nur kurz den Moderator der Sendung draußen getroffen. Also man kann ruhig jeden Freitagabend um 19 Uhr Radio Helsinki hören, wenn man sich für solche Themen interessiert. Die nächste Sendung findet am 30.05. statt. Und mein Gast ist Helmut Lammer, zu meiner großen Freude.